Herzlich willkommen im Giuseppe Meazza Stadion in San Siro. Wir reiben uns immer noch ein bisschen verwundert die Augen. Aber es ist wirklich wahr, ein Fußballtraum soll in Erfüllung gehen. Schalke Inter, die zweite. Und die Schalke haben das Hinspiel mit 1:0 gewonnen. Und San Siro ist pickepacke voll mit offiziell 81.675 Zuschauern. Und davon, wir haben sie nicht genau nachgezählt, aber ich tippe doch mal drauf, an die 20.000 Blau-Weiße gegen die Restlichen. Das sind die Blau-Schwarzen. Und ich sag's Ihnen, die Blau-Weißen, die sind sehr, sehr laut, sehr, sehr enthusiastisch. Sie wollen ihre Mannschaft zum Erfolg schreien. Und die Italiener machen wirklich jetzt Anstalten zu dem, was man so kriegerisch die Schlussoffensive nennt. Möglichkeit jetzt wieder, nachdem eine Ecke in den Strafraum schwebt. Aber die Schalker befreien sich. Andreas Müller gibt dann auf Martin Max. Aber dann ist doch die Rettungstat im Spiel. Und der Ball wird von Pistone zurück auf den eigenen Keeper Pagliuca gespielt. Jocelyn Angloma in der eigenen Hälfte auf Zanetti. Bekommt nochmal den Ball, der eingewechselte Angloma. Da stehen sie am Strafraum. Ganz wird angegriffen von Johan de Kock. Führt den Ball ganz eng am Fuß. Gibt dann weiter auf die linke Seite zu Pistone. Der im Zweikampf mit Lattal und das gibt Einwurf für Internationale Milano. Etwa in der Mitte der Schalker Hälfte, ganz zurückgespielt auf Angloma. Der wird bestimmt flanken. Hoher Ball in den Strafraum. Zamorano kommt zu Fall, das war kein Elfmeter, meine Güte. Zuschauer regen sich viel zu sehr darüber auf, dass der Schiedsrichter auch unfaire Aktionen ihrer eigenen Mannschaft konsequent ahndet. Und für mich ist es ein guter Unparteiischer gewesen. Also, jetzt sind noch zu spielen 6,5 Minuten normaler Zeit. Das wird noch länger dauern, Sabine, bitte. Sollte es auch der große Triumph von Huub Stevens werden, der 7 Monate gerade Coach des FC Schalke 04 ist und jetzt wieder eine tolle Rettungstat per Kopf von Thomas Linke sieht. Dieses Schalker Kollektiv, das mal locht mal wieder so richtig brillant, wie es auch der Erfolgsmanager Rudi Assauer immer wieder fordert, natürlich auch wünscht. Das ist heute so ein Abend, dieser 21. Mai 1997. Er könnte Schalker Geschichte schreiben, aber Samorano, der Mann ist retten! Wird das Tor gegeben? Jawohl! 1:0 für Inter Mailand, das ist nicht zu glauben! Ivan Samorano macht sein zweites Europapokaltor und alle Schalker stehen da wie konsterniert. Wie konnte es dazu kommen? Es war noch gar nicht so eine brenzlige Situation. Stadion. In der 84. Minute steht es 1:0 für Inter Mailand. Und das war Samorano, der dieses Tor gemacht hat. Und Johan de Kock, der war in seiner Nähe, konnte ihn aber nicht mehr entscheidend daran hindern, dass er ganz artistisch mit dem Außenriss des rechten Fußes dieses 1:0 macht. Und jetzt haben wir schon fast unsere Schlusslobhudelei angefangen, Sabine. Und jetzt riecht's nach Verlängerung. Aber die Partie ist noch nicht zu Ende. Offiziell sind 90 Minuten rum. Freistoß für Schalke. Das Ganze jetzt in der eigenen Hälfte. Schön zurückspielen. Thomas Linke auf Olaf Thon. Der sucht Mike Büskens. Flankenwechsel auf links. Büskens sieht Schluss. Die 90 Minuten sind abgepfiffen, aber das Spiel ist noch nicht zu Ende. Und Manni Volkmann, es ist nichts verloren für die Schalker. Ich hoffe nur, dass der FC Schalke 04 durch dieses Tor in der 84. Minute keinen psychologischen Knacks bekommen hat. Samorano ist der Torschütze ja gewesen. Der Ball ist ins Ausgegangen. Olaf Thon wirft sofort ein. Gibt zurück auf Niemetz. Dann Mike Büskens. Aufpassen, Thomas Linke. Nicht solche waghalsigen Aktionen. Rückpässe, die doch ein wenig zu langsam Richtung Torhüter Jens Lehmann rollen. Dann Thomas Linke steil auf Olaf Thon. Olaf Thon am linken Strafraumeck wird angegriffen, kann sich nicht entscheidend durchsetzen. Der Ball wird abgedrängt. Thon kommt zu Fall. Das war aber kein Foul und es geht weiter mit Ballbesitz für Internationale Milano.
Milano. Heute im traditionellen rot-schwarzen Dress und in der schwarzen Hose. Und die Mannschaft führt mit 1:0 und drängt nach vorne mit Zamorano, dem Chilenen. 25 Meter vor dem Tor auf ganz, dann der Heber an die Latte, an die Latte. Und Büskens rettet. Mamma mia. Schalke hat Glück, Sabine. Nicht zu glauben. Dieser Maurizio Ganz hat auf einmal eine Bewegungsfreiheit. Das gibt's ja überhaupt nicht. Er kann den Ball in aller Seelenruhe mit dem linken Fuß annehmen und spitzelt ihn gegen die Latte. Da wäre Jens Lehmann nie und nimmer dran gekommen. Aber was ist jetzt mit dieser Schalker Hintermannschaft los? Die ist gar nicht mehr im Besitz des Bildes und im Besitz des Balles. Und ich denke, es ist das einzig Richtige, was die Schalker jetzt machen, den Ball in den eigenen Reihen zu führen durch Johan de Kock. Er humpelt immer so einen Schritt dazwischen, aber dann gibt er auch wieder Gas. Dieses Mal allerdings mit einem Fehlpass. Vielleicht schon die fast letzten Aktionen für Inter Mailand. Angloma gegen Eigenrauch. Angloma noch immer. Spitze Position halb links. Und da ist ja der Herr Ganz und auch Djorkaeff sind wieder fast frei. Aber da haben die Schalker Glück, dass der Ball ziemlich weit an die linke Seitenauslinie getrieben wird. Dennoch, Flankenschlag kommt, Kopfball von Angloma. Aber Jens Lehmann ist zur Stelle. Angloma setzt sich durch gegen Yves Eigenrauch. Aber Jens Lehmann ist da. Ich denke, das werden ganz bange Schlusssekunden. Manni Volkmann. Es sind noch etwa 60 Sekunden und die Lücken, die sich da in der Abwehr des FC Schalke 04 in den letzten Minuten zeigen, die sind nun wirklich ganz erschreckend. Und da muss Jemez vor dem heranstürmenden Paul Inns den Ball wegschlagen. Das kann ins Auge gehen, obwohl zwischendurch ganz gute Angriffe inszeniert wurden. Jetzt schon wieder die Möglichkeit. Meine Güte, für Ganz. Der kann machen, was er will jetzt in den letzten Minuten. Mike Büskens, ist das jetzt der letzte Angriff der regulären Verlängerungsspielzeit, muss man ja sagen, bis dann das Elfmeterschießen kommt. Die weiß gekleideten Schalker im Ballbesitz. 1:0. Das 1:1 würde alles perfekt machen für die Schalker. Aber es ist, glaube ich, weit entfernt. Denn die Kräfte sind einfach nicht mehr da und sie lassen sich den Ball wieder abjagen. Pistone versucht es nochmal an der linken Seite. Der Ball geht jetzt aus. Einwurf 5 Meter hinter der Mittellinie für Inter Mailand in Tabellen Dritten der Serie A. Es gibt nochmal eine Auswechslung. Nicola Berti kommt ins Spiel. Und Zanetti wird rausgenommen. Oh, das ärgert die Zuschauer. Das finde ich nun wirklich nicht gut. Jetzt gibt es aber eine Schimpfkanonade gegenüber Trainer Hodgson. Meine Güte. Das ist ja schon fast offene Feindseligkeit gegenüber dem Trainer, der den Argentinier Zanetti vom Platz nimmt und durch den Routinier Nicola Berti ersetzt. Natürlich eine taktische Auswechslung, ist klar, in den letzten Sekunden. Wir sind schon in der 121. Minute. Hoffentlich passiert jetzt nichts mehr. Bei so einem Elfmeterschießen, da kann ja alles Mögliche abgehen. Jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss. Jetzt sind die 120 Minuten vorbei. Jetzt atmen wir erstmal ein paar Sekunden durch. Und nun, das sagen wir eigentlich immer, wenn 120 Minuten kein Sieger, zumindest über zwei Spiele betrachtet, erstellt werden kann, dann ist es am Ende auch immer eine Frage des Glücks. Aber Jens Lehmann, der hat den orangefarbenen Sweater an. Das haben wir schon im ersten Spiel gesagt. Der zieht die Bälle an. Der zieht sie an. Wir hoffen es jedenfalls. Da ist der Wunsch mal wieder der Vater des Gedankens. Warum dauert das jetzt so furchtbar lange? Müssen die noch Kriegsrat halten, die Italiener. Jens Lehmann, der saß da eben ganz einsam am Mittelkreis, lockerte noch ein bisschen seine Oberschenkelmuskulatur und dann rappelte er sich auf und machte auch auffordernde Geste an die Zuschauer aus Schalke. Und es ist doch entschieden worden, dass Baljuka als erstes einen Strafstoß zu halten haben wird. Der macht sich jetzt nämlich auf ins Tor. Gianluca Baljuka, der Weltmeister, gegen den eigentlichen Weltmeister der Strafstöße, Ingo Anderbrügge, wenn da nicht irgendwann mal ein Riss gewesen wäre. Sie hören das Pfeifkonzert, das darf er jetzt gar nicht hören, der Ingo. Seit 88 ist der Schalker. Er nimmt einen weiten Anlauf, 4-5 Meter, wirkt jetzt ganz konzentriert. Steht da, läuft an, schießt und Tor! Tor für Ingo Anderbrügge.
Und fast regungslos steht da Gianluca Pagliuca. Klasse hat er das gemacht, der Schalker. Rechts oben in den Winkel aus seiner Sicht. Überhaupt nicht zu halten für Pagliuca. Der versuchte, diese Ecke zu antizipieren. Aber der Schuss, der war mit so viel Kraft und mit so viel Präzision abgefeuert. Da gab es kein Kraut dagegen. Ivan Zamorano, der Schütze des Abends. Jetzt gegen Lehmann Zamorano und Lehmann hält! Lehmann hält! Zamorano schießt rechts halb hoch. Und Jens Lehmann fliegt in diese Ecke und er kann den Ball fast wegfausten. Er zieht die Bälle an. Er hat den Elfer gehalten von Zamorano. Olaf Thon, dem drücken wir jetzt noch mal die Daumen. Zum dritten Mal an diesem Abend gehen die Daumen nach unten auf die Hand. Und Gianluca Pagliuca beugt sich herunter. Breitbeinig steht er da in seinem Tor. Olaf, die Sprechchöre von den Rängen. Es läuft an, kurzer Anlauf. Tor, Tor! 2:0 für Schalke beim Elfmeterschießen. 2:0 für Schalke beim Elfmeterschießen, weil Olaf Thon diesen Elfmeter sehr sicher halb hoch verwandelt hat. Und jetzt kommt Djokajew. Der kriegt noch eine kleine Bemerkung von Jens Lehmann mit auf den Weg, offensichtlich. Psychologische Kriegsführung nennt man das wohl. Und Schalke ist in der Vorderhand. Und Djokajew läuft an. Er hat die Arme ausgebreitet, der Schalker Keeper. Breitbeinig steht er in der Mitte seines Tores. Jetzt ist der Ball freigegeben. Und Tor! Flach in die rechte Ecke. Und jetzt steht es nur noch 2:1 bei diesem Elfmeterschießen. Aber Schalke hat nach wie vor die Nase vorn, Sabine Töpperwien. Martin Max, 6,5 Wochen hatte er Pause. Dann spielte er zweimal in der Bundesliga durch, traf bei 1860 München und hat wieder Selbstvertrauen. Hat die 120 Minuten durchgehalten und legt sich jetzt den Ball auf den ominösen Punkt. Läuft an mit viele Fehl, kurzer Trippelschritt und Tor! Ganz sicher Pagliuca in die falsche Ecke verladen. Und da jubelt er schon fast so, der Martin Marx, als wenn er sagen will, das könnte doch wohl möglich reichen. Aber noch ist es nicht so weit. 3:1 führt der FC Schalke 04 in diesem Elfmeterschießen. Und der nächste Widersacher von Jens Lehmann heißt Aaron Winter und ist seines Zeichens niederländischer Nationalspieler. Auch ein ganz erfahrener, abgebrühter Mann. Kurzer Anlauf bei ihm, ganz andere Situation und vorbei! Er schießt vorbei! Der Ball geht gut und gerne 2 Meter am rechten Torpfosten vorbei. Lehmann wäre gar nicht da gewesen in dieser richtigen Ecke, aber braucht er ja auch nicht. Und damit ist ja schon fast alles klar. Damit ist fast alles klar. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Elfmeter. Und das macht Marc Wilmots. Es steht 3:1 nach Elfmetern und er schießt flach in die linke Ecke. Und der FC Schalke 04 ist UEFA-Pokalsieger 1997. Schalke hat das Finale durch Elfmeterschießen gewonnen, nachdem Inter Mailand zweimal versagt hat. Und Marc Wilmots macht das entscheidende Elfmetertor. In die linke Ecke, flach, 20 cm neben dem Pfosten. Schalke hat es gepackt, Sabine. Marc Wilmots, der Held der UEFA-Pokal-Endspiele. Er macht das Tor heute in diesem Finale. Und Sie wissen es alle, er machte das so wichtige 1:0 im Hinspiel. Also Wilmots schießt die entscheidenden Tore gegen Inter Mailand. Und Gianluca Pagliuca war chancenlos. Jeder Elfmeter der Schalker war absolut sicher. Wenn mir das einer erzählt hätte, dass die Schalker den UEFA-Pokal holen, vor noch ein paar Monaten, ich hätte gesagt, ihr seid doch verrückt, das ist doch gar nicht möglich. Sie haben es tatsächlich geschafft. Der größte Triumph in der Vereinsgeschichte des FC Schalke 04. Wir gucken jetzt mal da in die Fankurve, wo die roten bengalischen Feuer entfacht werden.
20.000 Schalker Fans aus dem Häuschen. Die Nachbildungen des UEFA-Pokals, des Pots, der jetzt in den Pott geht, die werden geschwungen von den Fans. Und gleich wird das Original ins Bild kommen. Und Mailand ist fertig. Mailand ist am Boden. Symbolisch Gianluca Pagliuca dort in seinem eigenen Strafraum. Er kann es einfach nicht begreifen. Die Schalker mit einer riesen kämpferischen Leistung. Und 4 Minuten vor dem Ende, da habe ich es einfach nicht mehr geglaubt. Ich habe gedacht, jetzt kommt's, jetzt ist alles vorbei. Aber sie haben sich noch mal berappelt und haben die Verlängerung ohne Gegentor überstanden. Ein bisschen Glück war dabei. Der Lattentreffer von Maurizio Ganz natürlich, aber das Elfmeterschießen mit den starken Nerven und mit den schwachen Nerven von Inter Mailand. Zamorano, der hat es nicht gepackt, der hat den Ball nicht im Tor untergebracht und die Schalker haben all ihre Elfmeter verwandelt. Valencia, in der Riffa, Inter Mailand, das war alles schon. Wir schlugen Trabzon, wir schlugen Brügge sowieso. Valencia, Teneriffa, Inter Mailand, das war eine Show. Es war schon früher Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, als die Eurofighter endlich wieder in der Heimat waren. Die Ankunft am Köln-Bonner Flughafen sehnsüchtig erwartet von mehreren hundert blau-weißen Anhängern. Trotz der fortgeschrittenen Stunde hatte sich die Mannschaft kurzfristig entschieden, die Fans, die sich die Mühe gemacht hatten, von Gelsenkirchen aus hierher zu kommen, nicht zu enttäuschen. Der komplette Kader zeigte sich den Erwartungsfrohen mitsamt dem so begehrten Pott. Knapp 6 Stunden zuvor war es nach einem wahnsinnigen Fußballkrimi endlich Gewissheit geworden. Um 23.22 Uhr und 36 Sekunden war der FC Schalke 04 UEFA-Cup-Sieger 1996-97. Das Spiel muss in der Vereinsgeschichte eingehen, als eines der größten Spiele und dann den Pokal holen. Das haben wir geschafft. Endlich beide Hände am Pott. Ich glaube, es musste so sein, dass man den noch ausgiebiger feiern kann nach diesem Elfmeter-Krimi. Denn wenn wir 0-0 gespielt hätten, naja, vielleicht hätten wir diese Atmosphäre gar nicht so in ihrer Vollendung gespürt. Also das ist das Größte, was ich bisher mitgemacht habe, von der Euphorie, vom Ganzen. Mit einer Mannschaft, der man das auch nicht zugetraut hat. Das Estadio Giuseppe Meazza im Mailänder Stadtteil San Siro war der Wallfahrtsort für über 20.000 Schalker Fans. Die meisten in der Nacht mit PKWs, Zügen oder Flugzeug angereist, genossen die Atmosphäre schon Stunden zuvor und träumten. Im engsten Kreis um die Mannschaft nahm das Fieber immer mehr zu. In den Katakomben des Stadions traf man letzte Vorbereitung für den großen Auftritt. Natürlich war es viel Arbeit, aber wir haben es natürlich gern gemacht, weil wenn man diese Fans da hinten sieht, da weiß man, wofür man arbeitet. Und ich denke, diese Fans, die geben das dann auch wieder zurück, wofür wir alle gearbeitet haben. Das, was wir hier heute erreicht haben, egal ob es gut oder schlecht ausgeht, wird man, glaube ich, erst in einigen Jahren realisieren. Das wird man heute Abend mit Sicherheit nicht realisieren. 2,5 Stunden vor dem Anpfiff wurden dann die Stadiontore geöffnet und die Party begann. Die
Inter-Tifosi wurden dabei so angeheizt, dass sie der Schalker Mannschaft einen unrühmlichen Empfang boten. Hunderte von Wurfgeschossen prallten von den Rängen auf die Mannschaft nieder. Das Kuriose war, dass der Schiedsrichter mir entgegenkam, der das Spiel gepfiffen hat, und die UEFA-Beobachter. Und in dem Moment habe ich dieses Teil vor den Kopf bekommen. Und habe ich auch gedacht, was ist denn hier los? Ne? Aber es hat Glück gebracht. Ne? Was dann aber im Stadion los war, als die Mannschaften den Rasen betraten, einfach unbeschreiblich. 85.000 Fußballgläubiger brachten den Tempel zum Überkochen. Es ist unglaublich und was ich gerade auch zu hören gekriegt habe, das war, die Kälte ist über die Haut gegangen. Ich war Delegationsleiter 1990 bei der Weltmeisterschaft und wir haben ja viermal in dem Stadion gespielt. Das sind schon Erinnerungen, die wieder bei mir wach werden. Rund um den Pott wurde die magische Nacht für einige dann aber zur Höllentortur. Auch der Bundestrainer konnte sich dem Bann der Endspielatmosphäre nicht entziehen. Für uns außerhalb war es eine irrsinnige Stimmung, was hier los war. Hat man das gespürt, auch als ihr das erste Mal hier reingekommen seid? Klar, das war schon vor dem Spiel sensationell und mit dem 1-0 für Inter brachen natürlich hier auch alle Dämme. 5 Minuten vor dem Abpfiff schien der große Traum dann beinahe noch zu platzen. Ivan Zamorano hatte bei Inter noch einmal Hoffnungen geweckt und Schalke geschockt. Scheiße, habe ich gedacht, weil wir haben so gut gespielt eigentlich, haben kaum Chancen zugelassen. Und dann kurz vor Schluss hat es doch noch eingeschlagen und da waren die Italiener natürlich wieder am Drücker. Aber am Ende hat dann die glücklichere Mannschaft im Elfmeterschießen gewonnen und zum Glück waren wir das. Es wäre ein bisschen vermessen, jetzt zu sagen, ich wusste es, aber der Trainer, der hat alles in seinem Laptop stehen und der gibt dann immer vor dem Spiel einen Zettel. Und da stand dann halt drauf, dass Zamorano beim langen Anlauf eben in diese Ecke schießt. Und da habe ich mal gedacht, okay, gehst du mal dahin. Ne? Nach dem zweiten verschossenen Elfer durch Winter und dem Treffer von Marc Wilmots war das Lotteriespiel dann vorzeitig beendet. Und Huub Stevens, der eigentlich in der ersten Runde schon ausgeschieden war, wurde zum zweiten Mal UEFA-Cup-Sieger. Sie haben als Spieler diesen Pokal gewonnen, jetzt als Trainer. Was ist der Unterschied oder gibt es einen Unterschied überhaupt? Na, ich muss sagen, der Unterschied ist das gewesen, dass ich damals den Pokal etwas schwerer fand dann jetzt. Weil ich war damals etwas mehr, denke ich, ermüdet, dann dass ich das bei diesem Spiel war. Stolz war er am Ende zu Recht auf sich, die Mannschaft und eine außergewöhnliche Fangemeinde.